Leonardo da Vinci von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski. Übersetzung Karl von Gütschow. Gelesen von Annette Stall. Musik und Produktion Tono Audio Verlag. Erstes Kapitel. Die weiße Teufelin. 1494. In unmittelbarer Nähe der Kirche Or San Michele befanden sich in Florenz die Niederlagen der Färberinnung. Plumpe Vorbauten, Vorratskammern, Vinci-Vererker, die durch schräge, hölzerne Balken gestützt wurden, schienen den Häusern angeklebt zu sein. Ihre Ziegeldächer näherten sich einander oben derart, dass sie dem Himmel nur einen schmalen Spalt freigaben.